So, nachdem wir jetzt ca. 25 Videos gesehen haben, wie Künstler wie Stefan Bozin, Markus Kafka, Mumbutika und diverse andere Leute ihren optimalen Disco-Abend verbringen, bin ich jetzt mal an der Reihe. Das Album ist jetzt raus auf Mumbuti Records, da bin ich sehr stolz drauf. Und hier im Übrigen, so sieht es dann aus, ne? So eine Doppel-CD. Und wird dann nächste Woche dann auch digital released werden bei iTunes und so. Und wie mein optimaler Disco-Abend aussieht, da möchte ich jetzt einfach mal das Beispiel nehmen, was am Wochenende passiert ist in Heilbronn. Ich bin auch in Heilbronn gefahren, ganz easy mit dem Zug und habe dann einen alten Freund getroffen im Hotel und dann sind wir mit dem Taxi in den Club gegangen und ja, wir haben uns lange nicht gesehen, haben uns da schon ordentlich ein, zwei Bier gegeben und waren dann an dem Beach. Ja, wo ich aufgelegt habe, haben gegessen, haben gequatscht, haben Spaß gehabt irgendwie, haben gesehen, es wurde halt immer voller, hübsche Frauen waren da. Ja, sind wir in Richtung der Musik gegangen irgendwie und dann, ja, irgendwann, als ich dann angefangen habe aufzulegen, sind dann die Dämme gebrochen, ja, der Schnaps fließt in Strömen und im Endeffekt ist es so, ich bin am anderen Tag im Hotel aufgewacht, mein Handy war weg, mein Freund war auch weg, der sollte eigentlich bei mir pennen irgendwie, ja, und bin hier aber in den Zug eingestiegen und nach Hause gefahren und versucht eben den Abend zu rekonstruieren und meistens ist es so, das hat ein guter Freund von mir gesagt, er hat schon mehr vergessen als manche andere erlebt. Und wenn man die Zeit, die man vergessen hat, wenn man da keinen auf den Fuß getreten ist, dann ist es eine optimale Disco-Nacht.